Testes KHW Snow Shuttle. So, sobald Schnee kommt, bremst der Rodel. So. So, jetzt probieren wir da mal schon, da haben wir jetzt ein steiles Stück darunter. Da fahren alle Rodel immer körig. So, jetzt du. So, jetzt kommen die nächsten. Achtung, Anni. Bam! Achtung! So, man sieht, normale Rodel laufen super. Anni, probier du mal zum Abi-Rodel mit dem KHW Snow Shuttle. So, Kind. Sitzt hinauf, ich schupfe noch körig an. Achtung! Und angeschupft. Rodel bremst. Originalzustand, direkt vom Werk. Rodelfahrt mit geschätzten 0,5 km/h. Einen Hügel runter. Nicht zum Gebrauchen. So, jetzt schauen wir uns mal die Kufen unten an. Stell mal auf da. Was ist das für ein Rodel, Anni? Wie finden wir den? Scheiße. Der ist voll dumm. Und man sieht, die Kufen sind total zuppig mit Schnee, weil die Kufen total einen hohen Reibungswert haben. Das heißt, mit diesem Rodel kann man absolut nicht überhaupt eine Rodelpiste fahren. Was funktionieren würde, wäre ein Eiskanal. So, wir schauen mal da an. Bewegt sich keinen Millimeter. Obwohl wir es da steil haben, bewegt sich der Rodel keinen Millimeter. So. Soll man da mal ein klein anschupfen? Man sieht, so geht's. Und. Huhu, er fährt. So. Huhu. So, jetzt mache ich mal den Test. 80 Kilo Lebendgewicht. Zack. Wir fahren 2 Meter. Mit geschätzten 0,5 km/h. Und wir stehen. Komplett. Auf einem Gefälle. Von 15%. Fertig. Zurückgeben.